Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Paper Mario. Ihr seht, ich glaube, ich saß jetzt 2 oder 3 Stunden dran. Kann das sein? Ich glaube ja. Es ist auf jeden Fall jetzt deutlich später, als ich gedacht hatte. Und ich habe auch noch ein paar Chips kaufen müssen. 2x10 Chips für 60 Münzen. Deswegen haben wir jetzt auch wieder ein bisschen weniger Geld. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie alles verballert. Aber wir haben jetzt 5647 Flipstadt-Chips. Und damit genug zusammen, um die ganzen Sachen zu kaufen. Erstmal die Suselwusel-Karte. Hä? Wait, what? Eine Karte mit einem Charakterbild, Sammlerstück. Warum kann ich das jetzt nicht kaufen? Du hast keinen Platz mehr? Was? Muss ich jetzt dafür irgendwas aufgeben? Das gibt's ja nicht. Was gebe ich dafür ab? Pfirsichsaft, komm. Hier, bitteschön. Kann ich die jetzt mitnehmen? Für dich, tüchtiger Spieler. Tatsächlich. Hä, aber die geht doch eh gleich in mein Kartenset. Wie doof. Und guck mal, ich könnte sie nochmal kaufen. Au ja. So, KP plus. There we go. Du schleppst so viele Sachen mit dir rum. Ach, das muss ich jetzt erst einsetzen. Ah ja. Maximal KP um 5 gestiegen. Yay! So, kann ich das jetzt nochmal theoretisch kaufen? Oh, lol. Okay, da könnte man sich jetzt theoretisch gerade für das Postgame relativ gut rüsten. Interessant. Angriff um 1 gestiegen. Sehe ich das jetzt eigentlich hier? Jo. Cool. Haben wir uns mal kurz 2 Level-Ups gehört. Ich glaube nicht, dass das uns jetzt so krass überlevelt für Kapitel 4, keine Sorge. Ich habe lange überlegt, ob wir es machen oder ob wir es einfach nur die Punkte behalten und irgendwann aber... Komm. Jetzt habe ich so lange dran gesessen, jetzt habe ich mir das auch irgendwie verdient, finde ich. So, gucken wir uns doch ganz kurz noch die Karte an. Wo sind die jetzt? Susel, wo bist du? Suselwusel, da, 3 Sterne. Ja, ist die goldene. Suseldusel mit D ist die normale. Maximal KP 30, Angriff 10. Alter. Suseldusel sind scheu. Kommt man ihnen zu nahe, machen sie sich rasch aus dem Staub. Scheinen mir ziemliche Mauerblümchen zu sein. Das Gute ist, dadurch, dass wir diese Karte jetzt haben, wenn wir jemals auf dieses Ding stoßen, machen wir doppelt Damage. Mit Bowser machen wir dann 20 Damage. Gegen dieses Viech. Mit Stampfo, tot. Mit einem Angriff. Genau deswegen möchte ich solche Karten. Genau für solche Gegner. Und ich weiß, wir werden noch auf die ein oder andere treffen. Weil im Postgame gibt es noch ein paar Herausforderungen zu bewältigen. Aber jetzt bewältigen wir erstmal die Aufgabe des 4. Kapitels zurück in den Weltraum. Kapitel 4-1, diesmal wirklich. Möchtest du den Helm aufsetzen? Jo. Blub. Ist es jetzt besser? Kannst du jetzt atmen? Na dann, lasst uns gehen. Das Reinerz ist irgendwo in diesem Sternenmeer. Das Weltall. So. Schön. Wir können jetzt hier einfach durch die Gegend schwimmen. Weltraum kraulen sozusagen. In 3D sehen wir nur noch mehr Weltraum. Okay. Wir hören da irgendwas. Didi-Ding macht sie die ganze Zeit. Didi-Ding. Ich höre Didi-Ding, aber ich sehe nichts. Ach, guck mal hier. SOS. Ha.
SOS. Ja, ja, ja. Guck mal, da glitzert was. Und da kommt noch das SOS her. Hier ist etwas. Was ist das nun wieder? Warum hat es sich hier versteckt? So. Ist das ein Raumschiff? Sieht's aus? Klirp. Hallo. Klirpe die Klarpe die Klorp. Mhm. Morgenklärp. Oh, wer bist denn du? Vielleicht ein Außerirdischer? Besucht das reine Herz, Klirp, ihr seid niedlich. Warum weißt du über uns und das reine Herz Bescheid? Arbeitest du für Graf Knickwitz? Antworte. Nee, guck nicht so böse. Ich bin Klirps, ich bin euer Captain. Klopp. Wenn ihr das reine Herz wollt, müssen wir zusammenarbeiten, Klirp. Was soll das heißen? Erklär uns das bitte. Klirps kann jetzt nicht reden, aber ihr müsst Klirps vertrauen. Folgt mir, Klirp. Das werden wir nicht. Wir haben dich gerade erst... Klappe! Folge dem Captain. Für Raumkadetten wie dich ist das die oberste Regel. Du antwortest nur noch mit Ei, Ei oder Jawohl. Verstanden, Klipp? Ei, Ei. Du scheinst es kapiert zu haben, Klipp. Ist das in Ordnung? Wenn du meinst. Sehr gut, auf geht's. Fertig machen für Klappgeschwindigkeit. Wir werden auf direktem Weg zum reinen Herz fliegen. Um Klappgeschwindigkeit zu erreichen, brauchen wir eine Menge Energie, Klirp. Wir schrotzen nur so viel Energie. Gebt sie Klirps. Drücke A, um Klirps seine Energie zu geben. Halte A gedrückt, bis du genug Energie hast und lass dann los. Okay. Ich drücke A. Ich drücke immer noch A. Ich drücke immer noch A. Ich drücke immer noch A. Ich lass mal los. Hurra! Und los geht's. Klapptempo. Sieht nach einer guten Idee aus, was wir hier gerade getan haben. Klopp? Wir sind nicht mal in der Nähe des reinen Herzens, Klops. Ist das die ganze Energie, die du hast, Klirp? Nutzloser Kadett, wie konnte Klirps nur denken, du hättest genug Energie? Dank dir müssen wir uns jetzt auf herkömmliche Weise bewegen. Es ist noch ein weiter Weg zum reinen Herz. Du musst Weltall kraulen. Mit zwei kannst du meinen Klirp-Laser einsetzen. Klirp, Feuerkadett. Attacke. Okay. Wir spielen ein bisschen... Ich weiß nicht... Bisschen Space Invaders? Ein bisschen, ne? Okay, man muss schon zugeben, das ist schon irgendwie cool gemacht, aber... Wie gesagt, es ist nicht mein Lieblingskapitel. Aber witzig gemacht ist es schon. Vor allem hier mit Klirps, dem kleinen grünen Viech da. Der war uns im Weg. Oh, guck mal, da hinten ist eine Karte. Und da sind Gegnerz. Gegnerz nehmen wir natürlich mit, für Punkte. Autsch. So, wo war die Karte hier, gell? Jo. Eine Photon-Karte. Photon, Photon? Ist es eins von diesen Vieren gewesen? Photon, hallo, Photon? Irgendwas hier, hallo? Photon, da. Ah ja, das ist, haben wir noch nicht gesehen, aber ja, ist eins. So, dann gucken wir mal weiter. Hier ist ein Speicherblock mitten im Weltall, das ist doch toll. Ich finde es so schön, dass die immer überall platziert werden. Und rein in den Wirbel. Es kann tatsächlich sehr verwirrend hier sein, durch dieses ganze Rumteleportieren. Weil es auch natürlich, so wie unterschiedliche Türen, jetzt in dem Fall unterschiedliche Portale geben kann. Da sind zum Beispiel schon zwei. Und dadurch, ich schaffe es irgendwie immer, mich in diesem Kapitel zu
verirren. Geh mal nach links. Da kommen irgendwelche Quallen auf uns zu. Haben wir eine Fangkarte dabei? Nee, ne? Nö. Warum auch? Wäre ja auch zu einfach. Da ist noch ein Wirbel. Wir können übrigens nur nach links und rechts schießen, also nach oben, unten oder so geht nicht. Natürlich treffe ich den von hier nicht. Warte. Hallo! Danke. Lass mich mal zu uns kommen. Geht doch. So, jetzt haben wir hier in der Mitte einen Wirbel, wir haben rechts einen Wirbel. Bin jetzt schon wieder verwirrt. Aber es ist auf jeden Fall das, das ungewöhnlichste Setting, was man bisher in diesem Spiel, glaube ich, hatte. Guck mal, da ist eine Fangkarte. Super Fangkarte. Ah! Soll ich das gleich verwenden? Keine Angriff. What? Warte. Nein! Jetzt. Weil die schon halber sich wieder wegteleportiert haben, haben sie nicht als fangbarer Gegner gezählt. Ich hasse dieses Spiel. Das ist so gemein. Juhu, super Fangkarte gefunden. Nö. Schon verkackt. Danke. Jetzt bin ich traurig. Dann gehen wir halt jetzt durch die goldene Mitte. Nee, das ist ein anderes. Das ist schon wieder irgendwas anderes. Wenn ich jetzt hier durchgehe, sollten wir nicht wieder da links rauskommen, ne? Das ist wieder was ganz Neues. Oder nicht? Oh mein Gott, ich bin verwirrt. Nee, das sind dieselben. Hä? Warte mal. War das dann nicht das, wo... Nee. Oh Gott, Hilfe. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Muss mal kurz ein bisschen in 3D hier rumfliegen. Nee, warte mal, das ist das... Hä? Aber ich habe die doch alle getötet. Sind jetzt schon wieder neue Gegner? Ich verstehe es nicht. Warte mal. So, tot, tot, tot. Tot. Aua. Ist mir egal. Ich möchte den töten. So. Punkte her. Damit kommen wir wieder zurück, oder? Ja, hier ist der Spaß. Ich bin verwirrt. Warte mal. Ich weiß, dass es irgendwo ein verstecktes Portal gab. Aber wo war das? Also es geht mal wieder zurück. Deswegen hasse ich Kapitel 4. Ich mag das nicht. Ich mag dieses, wo alles gefühlt gleich aussieht und mir nach irgendwelchen komischen Portalen suchen müssen. Überhaupt nicht. Es tut mir leid. Ich weiß, andere finden das voll toll. Ich mag das nicht. Ja, guck mal, die Quallen, die kennen wir auch schon. Die waren auch schon da. Aber hier gibt's sonst nichts. Es gibt nur diese drei. Außer wir haben irgendwas bei der, da wo die Fangkarte war, verpasst. Mal gucken. Hier war die Fangkarte. Aber hier ist außer diesen Gegnern ja eigentlich auch nichts. Oder geht's hier nach oben und unten noch? Nö.
Ah, es geht aber nach links. Töte sie. Sie haben mir die Karte geklaut. So. Okay. Das ist jetzt ein neues Gebiet. Ich sehe keine versteckten Items. Treffen muss ich auch können. So. Wir gehen mal zu Peach. Einfach mal, damit wir sie auch mal so gesehen haben. Au. Guck mal, hat sich extra einen Zopf gemacht, dass ihre Haare reinpassen. Und trotzdem guckt ein Stück raus. Ah, ich steck fest. Peach ist zu fett. Sehr schön. Peach hat uns gerade ein bisschen den Popo gerettet. Bowser sieht übrigens so aus. Ich finde es schön, dass der Helm einfach proportional zu seinem Dickschädel größer wird. Obwohl es derselbe ist, den auch er anhat. So, wir sehen da hinten eine Mini-Strudel und eine Röhre. Wenn wir jetzt mal nach hier gucken, da ist ein verstecktes Portal. Warte, ich glaube, ich muss einfach den hier machen. Ja. Dann kommen wir hier hinten raus. Wir können da rein. So. Hier gibt es wieder natürlich Münzen. Und was haben wir hier? Wow. Doch so viel. Naja, ein paar Münzen waren es. Dann gehen wir wieder zurück. Nee, ist schon gut gemacht, aber es ist halt nicht meins. Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Ich habe mich einfach damals viel zu lange in diesem Kapitel aufgehalten, weil ich einfach den Weg nicht gefunden habe. Das hat irgendwie für immer meine Lust auf dieses Kapitel weggenommen, ich weiß es nicht. Guck mal, hier ist sogar schon das Ziel. Ende des Kapitels. Möchte das Spiel speichern? Mario und Co. reisten durchs All, geführt durch den jungen außerirdischen Klops. Was für eine Kreatur war er eigentlich? Und was sollten diese komischen Geräusche? Wenn man ihn etwas fragte, kam immer nur Klops ist Klops, Klarp. Unsere Freunde konnten nur hoffen, dass er sie auch zum reinen Herzen führen würde. Als sie ihm folgten, erschien etwas direkt vor ihnen. Es war ein winzig kleiner Planet. Kapitel 4-2. Ein Papiernotfall. Dieser Planet scheint etwas klein. Wo führst du uns hin? Irgendwo auf diesem Planeten befindet sich ein Eingang zum Raum, zur Raumumgehung, Glärp. Das ist eine Abkürzung zum reinen Herzen. Oh, wirklich? Und wo ist dieser Eingang? Klick, 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 klick. Jetzt gibt es was zu lachen. Ich glaube, er ist... Ich glaube, es hat es vergessen. Schaut Klops nicht so böse an. Alles ist in Ordnung. Wir müssen irgendwo Hinweise sein, Klop. Du kleines... Was ist? Ist es dir wieder eingefallen? Nein, ich muss aufs Klo. Dringend, Klop. Ich halte es nicht mehr aus. Toll. Dann sehen wir uns eben allein um. Ja. Okay, Blobulus hat ein bisschen Super Mario Galaxy Vibes tatsächlich hier, das mit dem Weltall. So. Das ist ein bisschen ein Kapitel, das mag ich mehr. Klar, wir sind im Weltall. Wir sind wieder in der normalen Jump'n'Run-Gegend. Aber wir haben geringere Schwerkraft. Das ist natürlich cool.
Blurb, besetzt Clip und der Typ will nicht fertig. Wenn das so weitergeht, gibt es ein Unglück. Was ist da los? Irisch sitz amor, wart auf die Chamor, nix mehr da, amor. Keine Zeit für blöde Lieder, klar, das ist ein Notfall. 100 Jahre her, amor, ging ich hier rein, amore. So langweilig, amore. Keine Klopapier, amore, seit die 100 Jahren, amore. Warum, warum, amore? Hast du Papiere? Nur eine Blatt, ich fleh dich an. Okay, wir müssen Klopapier finden. Im Weltall. Toll. Können wir nicht einfach... Warte mal. Zählt das als Papier? Das eingewickelte Honigbonbon? Nein, natürlich nicht. Wir müssen Papier suchen. Und zwar am besten schnell, bevor Klops explodiert. Oder platzt. Ich weiß es nicht. Ich will auf jeden Fall nicht die Sauerei sehen. Boing. Boing. Das Viech ist irgendwie lustig. So. Oh, endlich wieder ein bisschen KP. Ich habe ein bisschen was verloren, tatsächlich. So, guck mal, da sind Münzen. Guck mal. Ich sehe nichts. Ah, sehe wieder was. Sehe einen Gegner. Mist. Hab gedacht, ich schaff's noch. So, warte. Und dann 3D. Zack, zack. Oh, es ist so schön, so hoch springen zu können. Voll toll. Eins, zwei. Ach, schade. Drei. So, warte. Eins. Oh. Zwei. Drei. Sehr schön. Eine Münze. Okay. Wir könnten auch mit Peach relativ gut rumfliegen. Da ist irgendwas. Das bringt uns leider aktuell noch nichts. Oh wow, das, ja, da kriegen wir jetzt richtig viele Münzen raus. Vier. Ja, Mensch. Aber hey, ein Ultrapilz-Mix, was 50 KP wiederherstellt. So viel haben wir noch nicht mal. Eins, zwei, drei. Yeah! Ich hab's geschafft. Oh. Eins, zwei, drei. Huch. Ich sehe nichts. Hilfe. Okay. Wir nehmen mal kurz Bowser. Das soll ich mal kurz aufmachen. Dann können wir auch mal ein bisschen Peach spielen. So. Peach macht den. Ja, das ist eine Tür. Habe ich schon gesehen. Wie auch extra die Jingle nochmal kommt und ich mich nicht bewegen kann. Das währenddessen. Schön. Okay. Weiter geht's. Toll, jetzt hat sich das schon wieder ausgepeatscht, weil ich muss hier nämlich mit Mario und mit Plato durch. Oh, hi. Das sind neue Varianten von den Gegnern, die wir in 1.1 gesehen haben. Bisschen stärker. Oh ja, hui. Oh Gott, das ist ein Gegner. Und wir haben ein Level abbekommen. Angriff plus 1. Nice. Was ist das hier? Ah ja. Ah ja. Okay. Ich werde selber so total hektisch, wenn ich diese Speedblume genommen habe. Eigentlich gar kein. Eigentlich total sinnlos. Huch, nimm das doch. Hier ist auf jeden Fall eine Tür. Jetzt lass mich erstmal gucken. Was habe ich jetzt verpasst durch meinen kleinen Speedpush. Einmal, dass ich hier runter kann. Bringt mir aber nichts. Dann geh mal wieder hoch. Dann gehen wir mal durch die Tür. Vielleicht hat weniger Klopapier. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Oh, bist du schick. Lass mich raten. Du suchst den Schatz. Dann such nach dem Ältesten. Der weiß sowas. Ich hänge hier weiter rum. Hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Gut, wohl, wir haben erfahren, dass es einen Ältesten gibt. Immerhin.
So. Kann ich hier rein? Nö. Ah! Doppelkill. Hier rein auch nicht. Da ist ein Pfeil, der sagt, ich soll nach oben. Dann machen wir das. Ah ja. Guck mal. Ja, Pixel Mario ist wieder da. Hier ist eine Tür. Ich habe da oben gerade noch was Interessantes gesehen. Muss mal kurz gucken. Ah ja. Und weg ist er. Kommt der nochmal? Ich geh erstmal da oben in die Röhre. Jetzt ist er gekommen. Toll. Jetzt, wenn ich weg bin. So, Pixel Mario ist tot. Super. Das hat sich ja richtig gelohnt. Ich sehe gar nicht den. Ich sehe gar nicht alle Münzen teilweise. Na gut, jetzt nehme ich gleich Damage. Ich meine, schlechtes Rumgehüpfe hier. Gibt es sonst noch irgendwas hier? Nee. Ich meine, Kleinvieh macht auch Mist. Wir haben schon wieder 200 Münzen zusammen. Kann wieder unnötig Geld ausgeben. Ja! Oh, da... Ah! Mir geht's gut. Gut. Die halten nicht viel aus. Aber gut, wir machen jetzt inzwischen halt auch 6 Damage, ne? Fühlt sich gut an. Da geht's durch, guck mal. Ich habe die Tür nicht übersehen, keine Sorge, ich gehe da noch rein. Aber erstmal gehen wir hier rein. Dann kriegen wir eigentlich das nächste Level ab. Das dauert noch ein bisschen. Oh no. Gut. Es gibt auch noch gefährliche Varianten von dem, also keine Sorge. Der wird auch noch gefährlicher, dieser Pilz. Irgendwann. Ja, wir werden wieder groß. Oh, wir hätten Bowser den geben müssen. Bowser haben wir noch nicht als Pixel-Version hier gesehen im Spiel. Egal. Guck mal, Fassis. Jetzt nicht mehr. Oh, da sind sie. Wir haben überlebt. Schweinerei. Oh, da oben sitzt noch einer. Ist er tot? Yes. So, krieg ich den Fassi da unten noch zu kriegen? Ah, schade. Egal. Das war lustig. So, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Bei dem Stern und diesen Viechern. So, hier kriege ich aber meine Combo hin. Nein! Das ist so knapp daneben. Oh. Okay. Hi, du frierst mich ein. Das will ich nicht. Bin ich jetzt gerade ernsthaft an der Röhre vorbeigehüpft? Hey, Space Food, auf für Nicht-Astronauten. Halt und 10 KP und Vergiftung. Tschüss, Honigbonbon. Mal nett mit dir. Treffer. Und versenkt. Sehr schön.
Da oben ist eine Tür, die habe ich gesehen. Ich trotzdem kurz. Nee, da geht's nicht rein. Okay. Was haben wir hier? Das sieht nach einem Ältesten aus. Sei gegrüßt, Abenteurer. Willkommen in diesem abgelegenen Winkel des Alts. Ich bin ein aktiver Senior-Abenteurer. Ich heiße Blappo und bin 72 oder so. Seit meiner Jugend suche ich den intergalaktischen Megaschatz. Der Schatz der Schätze. Und ich habe endlich den Hinweis gefunden. So ganz unter uns. Ich mache dir ein Angebot. Der Hinweis für 1000 Münzen. Schlag ein. Ist mir zu teuer. Was? Zu teuer? Hm. Geht was runter. Wie klingen dann 100 Münzen? Wir haben uns gerade darüber gefreut, dass wir 200 zusammen haben. Naja. Du hast den steinalten Hinweis erhalten. Auf der Schriftrolle steht folgendes. Ein Mann aus Stein drehe den Raum zu finden die geheime Tür. Fertig mit dir. Geh weg. Du hältst Schriftrolle, ein Papier mit Hinweisen auf einen Schatz im All. Warum ich das so direkt betont habe, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich mache mich auf den Weg zurück und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.